Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Heute hat die Europäische Kommission ihre Entscheidung zur Wiederzulassung von Glyphosat bekannt gegeben, zu deren Zustandekommen der geschäftsführende Minister Schmidt unrühmlich beigetragen hat. Und damit ist erstmal die historische Chance vertan, Glyphosat europaweit vom Tisch zu bekommen. Und dafür tragen Sie, Herr Schmidt, die Verantwortung. Heute geht es aber nicht mehr um die Details dieser Zulassung, sondern heute geht es um Schadensbegrenzung auf der nationalen Ebene. Es bleibt dabei, erst europäisch zulassen und dann national zu verbieten. Das ist bei Pestiziden genauso Quatsch wie bei der Gentechnik. Da hat der Minister Schmidt nämlich versprochen, wir regeln das, und hat in der ganzen letzten Wahlperiode bis heute kein Gesetz zustande gebracht. Das darf sich nicht wiederholen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Minister verteidigt sich heute in einem offenbar notwendigen Brief an seine Fraktion. Er habe doch mit seinem Alleingang immerhin Auflagen erreicht. Da steht jetzt, ich zitiere, die Mitgliedstaaten widmen dem Risiko für die Diversität besondere Aufmerksamkeit. Von einer Widmung hat die Natur eben überhaupt gar nichts, braucht Instrumente und wirksame Beschränkungen, und zwar jetzt. Und was wir von der Bundesregierung erwarten, haben wir in unserem Antrag kurz und knapp formuliert. Und auch um das zu sagen, die Anträge der Linken und der SPD tragen hier konstruktiv zur Ergänzung bei. Den europäischen Glyphosat-Ausstieg hat der geschäftsführende Minister Schmidt ja mit seinem Regelverstoß verhindert. Und diesen Regelverstoß hat der Minister nicht nur bewusst vorgenommen, sondern mit seinem Haus auch monatelang systematisch vorbereitet. Und das ist der eigentliche Skandal, finde ich. Sie berufen sich dabei, Herr Schmidt, auf die Wissenschaft. Die Wissenschaft kennt aber hier zwei Wahrheiten. Die öffentliche Wahrheit der freien Wissenschaft und die auf der anderen Seite die geheime Wahrheit der Industriestudien. Sie berufen sich auf diese geheime Wahrheit, wie die Zulassungsbehörden. Und das ist zwar bequem für die Industrie, aber schlecht für die Transparenz. Und damit alles beim Alten bleibt, wollten Sie sogar noch Monsanto vor Gericht unterstützen bei der Klage gegen die Veröffentlichungspflicht dieser Geheimstudien. Und auch das war systematisch vorbereitet. Und ich sage Ihnen eins, wer ständig den Eindruck erweckt, dass gegen eigene Regeln verstoßen wird, dass gegen eigene Regeln Interessen eines Industriezweiges durchgedrückt werden sollen, der beschädigt doch das gesamte System der parlamentarischen Demokratie und das Vertrauen da rein. Und deshalb müssen hier Konsequenzen folgen. Und deshalb sage ich Ihnen, an der Stelle muss nicht nur der Minister gehen. Er hat auch seinem Ressort einen Bärendienst erwiesen. Und zu Recht fragt man sich, ob die Zuständigkeit für die Pestizidzulassung in diesem Haus noch richtig angesiedelt ist. Und man fragt sich auch, wo heute noch die Existenzberechtigung eines solchen Hauses ist. Und jetzt muss ich noch was zum dramatischen Insekten- und Vogelsterben sagen. Wir brauchen hier jetzt wirklich schnelle und wirkungsvolle Antworten. Im Staccato erscheinen hier immer neue Studien, die den Zusammenhang zwischen Insektensterben und auf der anderen Seite dem Einsatz von Neonicotinoiden belegen. Die Europäische Kommission hat es jetzt erkannt, hat einen Vorschlag vorgelegt, um drei dieser Wirkstoffe europäisch zu verbieten. Das reicht zwar nicht aus, der Natur auch nicht. Aber das ist ein wichtiger erster Schritt, und den müssen wir gehen. Und deshalb verlangen wir, dass Deutschland hier zustimmt. Und es wäre, und ich komme zum Schluss, es wäre die letzte Chance für Herrn Schmidt zu zeigen, dass er wenigstens einmal was für Bienen tut. Mit unserem heute vorgelegten Antrag können Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, dafür sorgen, dass der Minister Schmidt verpflichtet wird, in Brüssel diesem Vorschlag zuzustimmen. Alles, was er dann tun muss, ist, sich auch dran zu halten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Ebner. Als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Hermann Färber.